Hallo und willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Master Duels, Linkerzeuger, Erzeugung. Ich will immer Erzeuger sagen, ich finde aber auch, das wäre ein besserer Name. Gegen, wie heißt dein Deck nochmal? Erbe des Shiranui-Stils. Genau. So, ja. Bei Erbe des Shiranui-Stils male ich den Linkerzeuger an. Er wollte das spielen, ich habe gerade ein Wheel gemacht, um zu entscheiden, mit was ich dagegen spiele. Also, Linkerzeuge, Shiranuri, Shiranuri, Linkerzeuge. Schön grün. Ja, so soll es auch sein. Der einzige Balken, wo noch komplett weiß ist, ist wachsender Digitalkäfer. Ja, den hab ich auch noch nicht und du auch nicht. Ja, gib mir 2-3 Tage. Ich hab dann 2 Stories gemacht. Warte mal, Stunde, das ist... So schnell geht. Genau, das war das Deck. Ich hab die zweimal. Ja, wow. Das bringt so viel. Gelten die als... Ja, tun sie. Kann ich das vielleicht so... Was? Schick. Okay. Ah. Nicht, was ich ziehen wollte. Kannst du nutzen, oder? Ja, genau. Das ist ja restrictive. Und dann mach ich die da rein. Stimmt. Ja, wo sind deine Monster? Hab keins. Dein Ernst? Sag mal, in deinem Deck sind es... Hast du zufällig Unterwäldler und Zombies in deinem Deck? Was willst du von mir? Also dieses Samurais eigentlich... Unterwäldler. Wenn ich das hier richtig sehe, sind das, glaube ich, alles Cybers-Dinger. Oh Gott, okay. Ich kann nichts wirklich Gescheites machen. Ich kann nur sagen, YOLO, greifen wir an. Okay. Dann YOLO mal da rein. Au. Na gut. Hast du mich überzeugt? Ach so, das geht nur, wenn's... okay. Wolltest du eine Datenspielmarke beschwören? Kannst du ja jetzt machen. Ja, lasse ich das jetzt zu oder nicht? Das war eine Normalbeschwörung, richtig? Was ist denn dein Problem? Tschüss. Ja, tschüss. Und du sagst ebenfalls tschüss zu beiden Monstern. Was, du kannst 2 Monster entfernen? Ich kann 2 Karten entfernen. Ich hätte auch deine Verdeckte nehmen können, aber ich dachte sehr mir... sehr stark, aber okay. Nicht, was ein bisschen witziger ist. Was, jetzt hängst du nur was an? Ja, aber die macht nicht, die ist nur permanent. Okay. Und du kriegst trotzdem deine Spielmarke? Das ja, das werde ich gleich sehen! Ja, ich... Könntest du bitte machen? Ich muss ein Monster verbannen und ich muss erstmal entscheiden, welches jetzt sinnvoll ist, damit ich meine Synchro schnell kriege. Ja, ich dachte, das denkst du dir vielleicht schon darüber nach, wenn du die Karte aufmachst. Nee, ich habe nur gedacht, ich verhindere, dass du irgendeine Scheiße machst. So, wenn diese Karte verbannt wird, wähle ein verbanntes Monster. Ja, toll. Wenn diese Karte verbannt wird, wähle ein Monster an deinem Friedhof. Warum kann die Karte denn so viel? Ich zerstöre einfach 3 Karten und dann darfst du auch noch was wegschmeißen. Ja, ich kann jetzt aus dem Deck verbannen, was halt geil ist, weil ja alle von diesen Monstern einen Verbanneffekt haben. Muss mir jetzt nur einen aussuchen. Hier, falls diese Karte verbannt wird, weil eine offene Karte, die dein Gegner kontrolliert, zerstöre sie. Das ist wirklich das ist allgemein? Nett. Ich dachte, das geht vielleicht nur, wenn man sie vom Friedhof verbannt. Nein. Sonst wäre das jetzt eine sehr komische Fallenkarte.
Ja, ich dachte, es ist einfach dafür da, dass man welche im Verbandpeil hat, weil man kann die ja auch benutzen mit anderen Karten. So. Aber ich vernichte noch deine verdeckte Karte, weil ich dachte, das ist witzig so. Hä? Na, ernst? Warte mal. Das ist meine Marke. So, okay, du hast die Spielmarke bekommen. Aber mit einer... Oh, ich darf nur die Spielmarke zerstören? Ja, anscheinend darfst du nur Monster zerstören oder nur offene Karten. Ah, oder was nur sagt offen. Na gut, trotzdem, ich habe verhindert, dass du überhaupt irgendwas Gescheites beschwören kannst. Ja, ich hatte Angst, dass du mit drei Monstern halt gemein. So richtig reinhaust. Weil die Spielmarke und zwei Monster, ich weiß nicht, was hättest du damit gemacht? Ja, Sachen. Ja. Linkerzeugung ist aber... Ah ja, stimmt, ich habe an Pendel denken müssen. Mein Fehler. Pendel ist nicht link. Ja, Pendel wäre, glaube ich, noch schlimmer. Das ist wahrscheinlich das stärkere Deck, ja. Ich kann jetzt einmal direkt angreifen, fällt mir an. Hier, das einzige Nicht-Shiranui-Monster. Und der einzige Krieger im ganzen Deck. So, komm, ein bisschen los. Nein, Spaß. Hä? Ja, frag mich nicht, warum die in dem Deck ist. Wahrscheinlich, weil die so ähnlich ausschaut. Nee, ich bin gerade verwirrt. Warum konnte ich meine Karte nicht aktivieren? Ich stehe doch auf Auto. Hast du irgendwas, was in der Battle Phase Karten verbietet? Nein. Oder so? Definitiv nicht. Ja, irgendwas musst du haben. Ansonsten nicht mal die Karte aktivieren müssen, oder nicht? Wenn ein Monster deines Gegners einen direkten Angriff deklariert. Das hast du doch gemacht. Oh, okay. Ja, scheiße. Weiter. Da brauche ich auch noch ein Setup für. Ja, scheiße. Nicht mein Fehler. Nein! Ich hätte das Setup sogar machen können, wenn ich die Karte benutzt hätte, oder? Oder warte, die verbannt, glaube ich, oder? Oh, verbannt ist gut. Ja, die werden verbannt. Nee, das hätte dann auch nicht ganz geholfen. Wenn du mich verbannst. Wenn ich den halt gespielt hätte, aber das hätte ich nicht so ganz hinbekommen, weil er zwei Opfer bräuchte, hätte ich mit zwei Marken opfern müssen oder so. Oh mein Gott, Alter. Ja, die Tatsache, dass ich die zweimal auf der Hand habe, bringt mir literally gar nichts. Das ist echt ein bisschen kacke. Ich kann nicht mal eine Synchro machen, weil das ein Krieger ist und kein Zombie. Das ist ja so dumm. Ach so, muss das immer Zombie sein bei denen? Ja, ich hab grad nachgelesen und... Scheiße. Das ist jetzt echt kacke. Ja, was soll's. Den wirst du schon nicht besiegen. Oh, warte mal. Was kann ich jetzt tun? Was? Sekunde. Du hast gesagt, du kannst keine Synchro machen. Hast du dir jetzt nicht alle Monster durchgelesen, oder was? Meine Falle möchte jetzt was tun. Verbanne ein offenes Zombie-Monster. Dann erhältst du keinen Schaden. Melde zwei Verbannte und misch sie ins Deck. Ich habe erst ein Verbanntes. Ja, dann aktiviere ich die Falle nicht. Stattdessen greife ich dich direkt an. Wenn ich statt den beiden vielleicht ein Monster gezogen hätte, was ich spielen hätte, ich habe zweimal den zu ziehen, was so viel bringt. Weißt du was? Warte. Kann ich die permanente Falle kann ich wahrscheinlich nicht in deinem Zug aktivieren, gell? Was willst du denn? Das ist schade. Naja, egal. Du, ich lass mich. Wenn du was in meinem Zug aktivieren willst, müsste eigentlich immer Schnelleffekt stehen. Also zumindest bei Monstern. Bin mir nicht ganz sicher, ob das bei anderen Karten auch gilt. Vermutlich. Egal. Du tust mir einen Gefallen, wenn du mein Spektralschwert zerstörst, nur so zu impfen. Was denn da? Oh, was ist das denn für eine? Ja, ein Monster. Was ist denn dein Problem? Du kannst ein Monster abwerfen, das angreifende Monster hält 600 ATK. Okay. Cool. Wer sagt das? Steht doch da. Wer denn? Oder ja, bei deinem Monster. Bist du? Hä? Ich hab doch dein Monster vorgelesen. Wird ja wohl auch bei dir selbst funktionieren und wenn dein Cybers. Warte mal, heißt das, ich kann das für ihn selber nutzen? Ich gehe davon aus. Es ist irgendwie ich mache aber nicht deinen Tuner sie... kaputt, ich mache deinen anderen kaputt. Wehe, du triggerst nicht, dann raste ich aus. Okay, nee, ja, weg mich. Weg mit dem. Kein Schaden erhalten heißt aber nicht, dass ich, Ach, warte, dieser Verband. Ich dachte, die landet auf dem Friedhof. Dann nutzen wir das ja gar nichts, wenn ich das mache. Ja, ich möchte weiter angreifen. Mein Monster stirbt wahrscheinlich trotzdem. Schade. Ja, ist. Ja. Jetzt sind alle beide. 400 Lebenspunkte hat sich das nicht gelohnt.
Ich muss den Typen ziehen, mit dem ich gleich noch ein zweites Monster hinterher schießen kann. Warte mal, der kann, falls ich diese Karte... Ach so, der kann das vom Friedhof auch tun. Ist ja lustig. Aber egal. Ja komm, lass ich den einfach mal da stehen. Ja klar, der ist doch stark. Oh, warte mal. Falls du keine Monster kontrollierst, wähle ein Zombie in deinem Friedhof Beschwörer als Spezialbeschwörer. Welche Karte sagt dir denn das jetzt schon wieder? Die hier. Tu mir mit deinen ganzen... Mein Gott, Alter. Lege eine andere... Mein Gott, das ist doof. Ich möchte eigentlich keine andere von denen opfern. Warum ist denn das nicht einfach... eine Karte, mit der ich vielleicht einfach so die Backrow stellen könnte und nicht mit einer Bedingung. Die Backrow ist meine Fallenkarte, richtig? Ja genau, damit du keine Scheiße machen kannst. Okay, ja. Wie du die ganze Zeit machst. Schau mal, was ich jetzt mach. Weiß nicht, was du tust. Weiß ich auch nicht. Bin ich stärker als du? Ja, schaut so aus, ha? Mein Gott, das hilft mir auch nicht. Dein ATK. Ich kann einen Monster zurück ins Deck mischen. Will ich das denn? Naja, warum nicht, ne? Draußen bringt er mir ja auch nichts. Ja, warum nicht? So, das geht nicht bei dem Zwei-Sterne-Monster. Ach, so. Ja, nee, gelohnt hat sich das jetzt nicht, weil ich dir kein Damage mehr mache. Aber was sonst? Da kann ich... Nee, das hat sich nicht wirklich gelohnt und ich kann nichts mehr beschwören, gell? Na gut. Sei froh, du kassierst kein Damage, weil ich Blödsinn getrieben habe. Nichtsdestotrotz stehe ich natürlich besser da. Yu-Gi-Oh! Gehen echt die Farben aus, oder? Was willst du denn? Als nächstes gibt's grüne Karten. Das wäre doch mal... Warte mal, Zauberkarten sind ja eigentlich... Ah, blöd. Was könnte man noch machen? Du, die Link-Monster sind blau. Die Ritual-Monster sind auch blau. Ja, aber es ist nicht das gleiche Blau. Aber ja, ist irgendwie auch komisch. Es gibt auch noch Farben, die frei sind, oder? So viele Farben. Ja, wie wär's mit Schwarz-Weiß geschaltet? Das sind dann Exil-Synchro-Karten. Synchro-Beschwörung. Aber die Karten werden dann angehängt, wie bei Exil. Das braucht die Welt. Okay. Wie sieht's aus? Ach Mensch. Ist nicht sehr viel gemacht, glaube ich. Nein. Mann. Wieder an den Finger. Weil der will sich aktivieren? Ja. Warte, es ist viel Text bei dem. Wenn sie im Friedhof ist, außer in dem Zug, in dem sie gelebt, du kannst einen Nicht-Empfänger-Zombie-Monster in deinem Friedhof wählen. Ich... Ja, genau. Ich glaube, das will ich machen. Immer. Grundsätzlich immer. Ich glaube, da spricht nichts dagegen. Sag Hallo zu meinem kleinen Freund. Und sag Hallo zu meinem großen Freund. Nein, danke, sag ich nicht. Aber warum denn nicht? Das wirst du wahrscheinlich noch rausfinden. Was gegen Shiranui-Shun, sag ich. Er will sich gleich aktivieren. Falls diese Karte als Spezialbeschwörung beschworen wird. Du kannst einen Monster vom Typ Zombie von deinem Friedhof verbannen. Diese Karte erhält ATK in Höhe der Grund-ATK des verbannten Monsters. Ja, machen wir das doch. Hat da denke ich keinen Nachteil. Hier, der da schaut doch heftig aus. Verbannen wir den. Boah, was?
Was zur Hölle, Alter? Übertreib doch mit der ATK. Und dann hole ich die beiden zurück ins Deck. Ziehe eine Karte. Ach, gut. Du willst mir jetzt zeigen, wie Zölle du das überlebst, richtig? Spulkode, Schnellzauber! Drei Cyberse-Monster im Friedhof. Annulliere den Angriff. Gönn dir drei Spielmarken. Können aber nicht als Tribut benutzt werden. Toll. Warte, du hast das doppelt? Kriegst du jetzt sechs Spielmarken? Ich bin leicht verwirrt. Ja, so groß ist das Feld leider nicht. Hast du das versehentlich zweimal aktiviert? Hä? Was soll der Scheiß? Wieso kriege ich denn nur drei? Ich wollte fünf! Gibt er mir gar keine, wenn ich genug Platz für drei ist, oder was? Vielleicht, weil du nur einen Angriff annulliert hast. Ah! Du hättest es beim nächsten Mal machen müssen. Vielleicht. Weiß ich nicht. Wie beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, wo du mich direkt angreifst? Nein. Du machst erst nur die eine, blockst damit den Angriff und kriegst drei Marken. Und wenn ich dann eine Marke angreife mit dem zweiten Monster, benutzt du die zweite. Bist du eigentlich blöd? Ich dachte, du hast die Karte gerade durchgelesen. Achso, nur bei einem direkten Angriff. Wenn ja. Ich sie gar nicht mehr benutzen können. Oh mein Gott. Deswegen hast du beide verschwendet, statt nur einen. Na gut. Ja, damit ich fünf Marken kriege. Und du gibst mir das Spiel nur drei. Was bringt dir fünf Marken? Ich wäre mit drei Stream gewesen. Aber was bringt denn dir fünf Marken? Ja. Ja, du kannst sie für nichts benutzen. Manchmal könnte ich oder dich doch, kannst du die für Linkbeschwörungen benutzen? Manchmal könnte ich dich erschlagen. Na gut, meinetwegen. Ja, aus meiner Sicht macht es halt einfach mehr Sinn, sich die eine Verteidigung aufzuheben, falls mal wieder notwendig ist, dass man du, sich Linkbeschwörungen basieren förmlich auf meinen Spielmarken. Okay, meinetwegen. Diese Linkspinne sieht nicht sehr stark aus und so. Mein Gott, Alter. Ich muss meine Effekte aktivieren. So, ich mach mal auf Off, damit ich dich nicht immer abbrechen. Oh, super. Was genau kann ich im Grave? Achso, dich. Das bringt mir nicht so besser, wenn man es auf dem Feld opfern. Zwei Monster. Was ist dieser? Ich glaube, ich nehme einfach. Warte mal, ich hatte Karte wird. Scheiße. Das reicht genau. Nix noch? Okay. Ich weiß nicht, was ich beschwören soll. Ich bin gerade echt ein bisschen am Arsch. Ja, deine Main Phase hast du das nicht beschwören, beschworen. Ja, und du kannst diese Karte dann eigentlich zeigt bannen. Dann kriege ich die Spinne wieder zurück, wenn ich sie da reinhacke. Aber ne, das geht nicht so ganz, weil ich die gar nicht da reinpacken kann, weil ich das Haus hier. Nein. Ach, keine Ahnung. Oh, jetzt wird spannend. Einen, den kenne ich glaube ich noch nicht. Sehr niedlich sieht aus. Hast wie ein LAN-Kabel. Hallo. Mein Gott, Alter. Weißt du, ich habe was zu essen bekommen. Die Katzen sind jetzt auch hier, weil sie mit Heidi mitgekommen sind. Und das ist echt ein bisschen nervig. Ach, süß. Die tun doch nichts. Hast du jetzt noch irgendwie so einen ganz coolen Link-Move? Nein, ich kann den nicht um Dinge zu verbannen. Keine Link-Erzeugung zu wenig. Vielleicht sollte ich das bald mal machen. Warum spielen. Kann ich. Oh nee, weil du ein Normalmonster bist, oder? Scheiße, ich kann dich nicht zu einem Effektmonster konvertieren. Ach, Mann, Gott, Alter. Keine Ahnung. Nein, geh weg von meinen Chickens.
das ist klasse. Anna, du isst echt spät zu Abend, aber... Naja. Was kann ich denn dafür? Ich wollte eigentlich nichts mehr essen. Weiß nicht, wo mein Heide was bringt. Ja, dann... Beschwer dich bei Hotel Mama. Nicht bei mir. Oh, ein Brock Leo, der ist die. Ja. Doch, ich glaube, ich hab dich. Entweder ist der in einem anderen Deck, das ich schon mal gespielt habe, oder ich hab dich schon mal gespielt. Du bist so bescheuert. Glaubst du wirklich, eins der Decks, was wir schon seit Anfang an haben, hast du noch nicht benutzt? Ich meine es ja nicht unmöglich. Du hast bisher nur Zeug gespielt, an das ich mich nicht erinnere. Aber es war auch nicht sehr eindrucksvoll. Du erinnerst dich nicht an die Link Spider. Ja, die schon, klar, die sieht man überall, die könnte aus jedem Deck sein. Nein! Nein! Bei den Starterdecks ist sie nur in einem einzigen drin. Ja, also jede andere Karte ist eigentlich. Der Effekt vom Brock Leo, den kannst du gar nicht benutzen. Du bist ein bisschen zu schwach, um mich anzugreifen, außer du möchtest selbst noch begehen. Ich wollte auch mal für ein anderes Monster kommen. Klappt nicht, aber weil das eine Link-Monster. Keine Fleckmonster war. Aber selbst das hätte nicht gereicht, weil deine ATK viel zu hoch ist. Nun, das ist nun mal so. Ich wollte auch eigentlich 5 Spielmarken haben, da wäre ich dann natürlich um einiges einfacher reingekommen. Aber irgendwie wollte mir das Spiel ja keine 5 geben. Fehlen dann eigentlich noch ein paar Link-Monster, um das gescheit zu machen mit den Haken. So bescheuert. Weil der Prof. Leo, der darf ja gar keine Marken benutzen. Auf den Vierer würde man kaum einen Haken genug Monster oder vom Strich hätte. Da ist es egal. Ah! Ich habe gehört, der 2500, da war dir zu schwach. Deswegen gebe ich dir 2 von denen. Und das Geile ist, wenn er gerade frisch beschworen wird, kann ich ihn noch ein bisschen stärker werden lassen. Cool, oder? Ah ja. So, außerdem kann ich noch das hier machen. Weil dein Monster nicht schwach genug ist. Jetzt fliegst du aber auch nur noch. Ich möchte noch eine Karte ziehen, bevor ich es beende, okay? Weißt du, sowas nennt man Overextenden. Ja, wenn man es zu viel macht. Weißt du, wie mich das im Ranked nervt? Wenn ich einfach nur schnell besiegt werden will und mich extra nicht wehre und dann haut einer so... Ja gut, die wollen ihre Cheat. Naja, sagen wir es mal so. Auch wenn du nichts gespielt hast, du könntest Maxi auf der Hand haben, die haben ja keine Ahnung. Hast du ein Lollipop-Deck? Aber ich greife seitlich an. Das habe ich auch noch nie gemacht. Oh, du bist echt schon Game Over. Ich hab nur was hätte ich denn machen sollen? Ja, was weiß ich. Ich dachte, du hast vielleicht noch eine Verteidigung. Das war erst das Erste, oder? Also, los, weiter. Ja, das war erst das Erste. Warten auf Gegner. Wir freuen uns auf eine Revanche. Wieso ist das Shironui-Deck so gut? Oder, ja gut, vielleicht habe ich mehr Glück als du Pech. Oder andersrum. Weil das alles Meta-Archetypen sind zu einem gewissen Degree. Also vielleicht nicht mehr alle so meta-relevant, aber waren auf jeden Fall mal. Und die Starter-Decks sind irgendwie so... Das Pendel-Deck ist gefühlt das einzige gute Destructor-Deck. Was? Ah, Spielfeldzauber, das bietet sich doch gut an. Hier ist der Seelenmeister. Aktivieren wir seinen Effekt. Ah, das ist gemein. Natürlich kann ich den anderen nicht beschwören. Ah, schick. Aber der hier ist genauso gut, denn er opfert sich für seine Freunde. Diesen hier. Das größte Problem ist die Tatsache, dass ich runtergehen muss, weil ich habe gar nicht mehr genug Ketchup hier. Wieso solltest du auch Ketchup im Raum haben? Du hast gar keinen Kühlschrank. Stimmt, das hast du schon immer gemacht. Voll merkwürdig eigentlich. Das stand bei uns noch nie im Kühlschrank. Noch nie. Sehr interessant. Ich hab Ketchup, würde ich nie auf Raumtemperatur lassen, aber egal. Du bist dran, ich hab mein Monster. Also das ist noch nie schlecht geworden.
Ja, ist ja auch nur noch Zucker und wenig Tomate. Kann ja nicht schlecht werden. Oh, was? Zwei Spielfeldzauber parallel. Okay, ja. Das hast du aber schon mal gehabt. Ja, jetzt. Ja. Jetzt weiß ich's schon. Du kannst ein Monster vom Friedhof ins Deck mischen, cool. Ja, keine Ahnung. Oh, wow, der zweite Effekt ist ja eklig. Dann hätte ich mein Monster nicht auf die extra Monsterzone platzieren sollen, wenn ich das gewusst hätte. Da habe ich jetzt Angst vor. Naja, egal. Warte, ich bin gerade sehr verwirrt. Allerdings musst du. Du kannst ein Monster vom Friedhof wählen? Ja, von deinem, oder? Ja, von deinem. Warte mal. Falls diese Karte auf dem Spielfeld durch einen Karteneffekt zerstört wird, lege alle Monster in den extra Monsterzone auf dem Friedhof. Du kannst deine Spielfeldzauberkarte vielleicht dir selber zerstören und dadurch mein Monster killen. Und das wäre nicht passiert, wenn mein Monster nicht auf der Extrazone wäre. Deswegen bereue ich es gerade, dass ich dort bin und werde mich dort nächstes Mal nicht hinlegen, aber gut. Darum ging es mir. Du kannst jetzt echt Monster von mir nehmen? Steht das denn da? Ein Monster im Friedhof. Steht nicht, welcher Friedhof. Aber das mischt ja dann in mein Deck, oder nicht? Das ist alles sehr logisch. Ah, ja, vielen Dank. Bitte, vielen Dank. Na ja, gut. Nun, ich habe nichts dagegen, ihn nochmal zu ziehen. Der liegt doch nicht auf dem Deck, oder? Nein, tut er nicht. Na also. Ich meine, ja. Wenn deine Karten sagen würden, sie müssten vom Friedhof aus abgeworfen werden, aber nein. Du bist ja so OP, dass egal wie die auf dem Banish-Pile landen, das gilt für ihre Effekte. Sodass ich das nicht mal als Methode benutzen kann, um deine Effekte zu negaten. Nutzen, um zu wissen, wie. Weil, like, ich nehme sie dir aus dem Friedhof weg, da kannst du es da nicht mehr nutzen. Aber vom Deck ist es ja meistens ein bisschen schwerer, an die ranzukommen. Werde ich nicht. Hier kommt der Zug. Zug. Ah, du bist ein Arsch. Was denn? Gelee-Kanone, so gemein. Okay, was war das? Textwechsler. Ah, okay, der kann also nichts. Naja, anscheinend kann er so nichts. Einmal bin ich weg. Ja, ich sehe es. Aber einmal pro Spielzug heißt, du musst ihn, wenn er lebendig ist, aktivieren. Also in einer der Main Phases. Ah, falls du einen Link machst. Achso. Ah ja, interessant. Schickst du schon wieder was? Machst du das jetzt eigentlich, um mich zu ärgern? Weil du denkst, das hilft dir? Also es ist gar nicht mal so doof. Es ist, glaube ich, sogar ziemlich schlau. Verdammt. Du kannst eins pro Runde machen. So schnell kriege ich die ja gar nicht da rein. Mann. Oh, was ist das? Nein. Nein, tust du nicht. Was? Hast du dich gerade selbst vernichtet? Achso, du musstest eine abwerfen. Na gut. Aber du hast kein Monster! Ja! Ja, tut mir leid, wenn ich keins ziehe, kann ich auch keins haben. Nein, das ist einfach nur zu geil. Ist halt so. Denn ich habe genau das Richtige. So, ich mache auf off. Lass dir so viel Zeit, wie du willst. Ich gehe jetzt runter. Okay, ich lasse mir extra viel Zeit. Siehst du gar nicht, wenn ich eine Synchro-Beschwörung mache, aber gut. Das ist doof, weil eigentlich bin ich schon fertig. Ich greife da jetzt an und dann ist es Ende. Im Gelände. Greife ich extra langsam an. Kann ich ja durchlesen, was der nochmal macht. Falls diese Karte als Synchro-Material auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deine Hand eine Shiranui-Karte von deinem Deck hinzufügen. Das darf nur nicht der Schmied sein. Ja, perfekt. Das ist ein netter Effekt. Und jetzt kann ich mir, und das weiß er nicht, natürlich nicht, weil er nicht zuhört gerade, meinen Empfänger zurückholen. Und hab dann das 3000er Monster nächste Runde hier. Und genau das habe ich, denke ich, auch vor. Oder Hand oder Friedhof, aber da wird nicht lange was auf dem Friedhof sein. Der Samurai hat einen netten Effekt, aber das bringt mir alles nicht. Ja, wobei, der Solitär hat auch einen guten Effekt.
kann ich einen Empfänger holen aus dem Deck. Aber wozu die Mühe, wenn ich ihn auch gleich kriege? Also ja, ich hole mir meinen Empfänger. Er hat's verpasst. Da, da. Du bist wieder da, okay. Ja, das hast du in der Abwesenheit getan. Ich habe extra lang rumgetrödelt und jetzt hier kriegst du Damage. Ah ja. Ich habe nichts gemacht, außer den beschworen und seinen Effekt benutzt. Und deswegen habe ich eine neue Karte auf der Hand. Ah ja. So. Und deine Zuschauer wissen mehr als du, weil ich ihnen verraten habe, was ich geholt habe. Ich gehe davon aus, dass du mich nicht gehört hast. Okay, jetzt das Video anschauen, oder? Das machst du jetzt nicht. Gibst du mir wieder eine Karte ins Deck zurück? Oh, mein Empfänger. Ja. Das war klug. Das war schlau. Der hat einen geilen Effekt. Ich kann mich nicht genau erinnern, aber der war gut. So, du kannst dich, glaube ich, die Karte, die lag da vorhin schon, oder? Das heißt, du kannst dich nicht wehren, wenn ich dich jetzt direkt angreife. Also, ganz ehrlich, wenn du dich jetzt nicht wehren kannst, dann bist du Game Over. Schau einfach zu und iss deine Chicken Nuggets. Bon Appetit. Kennst das Prozedere ja schon? Der komische Typ. Effekt aktivieren. Und ich habe genau 5.500 Lebenspunkte. Angriffspunkte, sorry. Aber das sind deine Lebenspunkte. Gute Nacht. Ach, scheiße. Ich stand noch auf. Ja, ich war noch auf. Die Karte lag übrigens vorhin noch nicht da. Ah, dann war das wirklich ein Pech. Ich hätte der Monster zurück auf die Hand geben können. Oh, so ein Pech. Naja. Daran habe ich jetzt natürlich nicht mehr gedacht, dass ich das ja noch umstellen muss. Da habe ich jetzt etwas zu spät dran gedacht. Das tut mir leid. Ich habe gerade während des Angriffs aufgefallen, ich habe drauf gedrückt, aber dann hat es immer gereicht anscheinend. Ich habe nicht drüber nachgedacht, dir jetzt noch irgendwie zu helfen, bevor ich angreife. Das ist jetzt weniger episch. Auch wenn es trotzdem episch aussieht. Ich habe einen perfekten Start hingelegt. Naja, nein, eigentlich nicht ganz. Jetzt ist wieder Auto, okay. Okay, ich könnte sofort auf den Link 2er comboen. Macht das Sinn? Ja, seinen Effekt kann ich aber nicht benutzen. Da brauche ich ja mehr. Das ist ein bisschen bescheuert. Warum bist du im Deck? Soll ich nicht beschwören? Oh, okay, das ist sogar gut. Okay, bespielen wir erstmal den da. Hoffen wir, dass ich im nächsten Zug dann ein bisschen mehr comboen kann. Ja? Was? Ja, was? Ich habe keinen allzu krassen Start hingelegt, wenn ich mal ehrlich bin. Werde ich aber, glaube ich, auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Keine Ahnung, hast du wieder vor zu sinken? Nein, ich kann keine zwei Beschwörungen machen in diesem Zug. Ich werde dich also einfach nur besiegen. Ach, als ob das schon wieder der ist! Ja, dann halt nicht. Ja, der ist noch einmal im Deck, glaube ich. Freut mich für dich, dass du den hast. Ärgerlich für mich, aber das heißt, das ist vielleicht eine Chance. Okay. Das Shiranui-Deck ist bisher ungeschlagen. Als allererstes wird der hier beschworen. Linksstreamer kann ich auch aktivieren. Okay, dann lege ich die Spielmarke aber dorthin. Daran habe ich spontan gar nicht gedacht. Okay, was auch immer du jetzt schon wieder machst. Nur aktiv jetzt, ist nur aktiv. Mehr soll gar nicht passieren. Nein, ich muss immer abbrechen drücken jetzt. Aber ich möchte auf Auto bleiben wegen meiner Konterfalle. Es wäre blöd, wenn ich da nicht auf Auto stehe. Also muss ich die ganze Zeit die andere Falle abbrechen. Was soll's? Auto opferst die Spielmarke gegen die Spinne. Krasser Scheiß. Mhm. Noch hast du nichts, was stärker ist als ich.
Pfeil ist auch nicht stark. Aber das muss es wohl auch nicht sein. Link-Monstern ist ja die Stufe egal. 2 plus. In der Regel. Du brauchst aber nur Effektmonster, oder? Ne, du brauchst zweimal so ein Spiel machen. Ich glaube, in meinem Deck ist nichts Normales. Ja, der Effektmonster war jetzt, glaube ich, der da. Warte mal, außer. Verbannen und dann ein. Ah ja, okay. Ich kann Monster verbannen mit einem Linkmonster zurückholen. Ich überlege gerade, ob das irgendwie sinnvoll angewendet werden kann. Nicht so wirklich. Für den brauche ich 2 Effektmonster. Das heißt, wenn ich jetzt den hier assemble, könnte ich mit denen bauen. Oder ich baue mit denen hier, der im Allgemeinen mehr ATK hat und der dann in der Theorie die ATK von anderen nutzen kann. Hm. 1, 2, 3, 4, also ich käme genau auf den. Aber halt dann nicht. Wer ist denn das? 2000? 100, 100. Die Spielmarken eigentlich nicht mehrfach? Wie mehrfach gehen? Wohin sollen sie gehen? Da wird einfach mal eine Frage. Gehen sie nicht eigentlich mehrfach? Was zur Hölle soll das bedeuten? Ja, dass mehrfach Spielmarken spawnen können, wenn mehrfach Monster beschworen werden. Mein Gott, Alter! Ist das so schwer zu verstehen? Warum nicht? Ich lese hier spontan kein Once per Turn. Also dein Linkstreamer, denke ich, funktioniert mehrmals pro Runde. Okay, produzieren wir einfach mal erstmal den hier. Nein, ganz am Ende steht einmal pro Spielzug, also vielleicht dann doch. Ganz unten, ja, danke dafür. Beim Linkstreamer jedenfalls nicht, aber du würdest ja jetzt sowieso kein Cyburst Monster beschwören. Doch, es ist ja, ein doch. Monster. Ich glaube, die sind alle Cyburst. Ja, aber Pech gehabt, kriegst keine Spielmarke. Hast hoffentlich drauf gebaut. Du kannst aber trotzdem den L4 holen jetzt, wenn ich mich nicht irre. Ah, das ist ich kann den 4er holen und ich kann den 3er holen. Ist, glaube ich, gerade sogar besser. Ja, komm, nehmen wir den. Wir machen den hier weg. Ja, soll als Zweitmaterial behandelt werden und haben den hier weg. Hast du ein Effektmonster, das sofort beim Beschwören seinen Effekt aktiviert? Was ist denn dein Problem? Dekodier sprechen. Mein Problem. Ich frag doch nur nett. Nerv mich nicht. Ja, was willst du denn von mir? Ich habe nur 3 Effektmonster. Und die solltest du eigentlich auch alle kennen, weil du das Deck ja auch mal gespielt hast. 2 davon. Ja, okay. Ja gut, es sind 4, wenn man die Spider mitzählt. Wie zur Hölle, dass diese Definition gemeint ist, aber ganz eindeutig. Es gibt Monster, die Effekte haben, wenn sie beschworen werden. Ja? Solche hast du doch auch in deinem Deck, oder nicht? Ja, ich glaube schon, dass du solche hast. Ja. Deiner gehört leider nicht dazu, sonst wäre er schon K.O. Was richtig eklig ist. Ja, das heißt, ich sollte das jetzt blocken, nicht wahr? Nein, natürlich nicht. Wenn ich den verbanne, was passiert dann? Monster vom Friedhof hinzufügen, aber habe ich nicht. Darfst mich angreifen? Hast du mich auch mal verletzt, dieses Spiel? Aber, bevor dein Zug zu Ende geht, hole ich ihn mit zurück. Wenn er mich echt schade drum. Aber ich schwör's nicht da, wo mein Fall zeigt. Ich blöd? Ich dachte schon. Nein. Ich werde auch dein anderes Monster zuerst angreifen. Dann bist du nämlich schwächer als ich.
nix. Kein Monster auf dem Friedhof und auch kein Verbanntes. Aber ich habe den hier. So weit weg wie möglich von dir. Mit dem Kumpel. Soll ich weiter wegbewegen? Ach so. So, jetzt muss ich da mal kurz angreifen. Hast du nichts dagegen, oder? Mal kurz. Verbanne ein offenes Monster, das du kontrollierst. Nein. Ja. Ja. Ich zerstöre mal kurz deinen Linkstreamer. Hast du nichts dagegen? Damit ist dein Monster schwächer als mein ja, Monster. Ja, das finde ich nicht nett von dir. Aber wenn du jetzt einfach wieder eins dahin beschwörst, kannst du mein Monster nächste Runde besiegen. Das ist irgendwie dumm. Die Konterfalle hat ja nicht funktioniert. Ah, ist das eklig. Na gut. Du wehrst dich dieses Mal sehr, sehr gut. Muss ich dich ja eigentlich loben, oder? Ich glaube, ich habe es gerade gar nicht schlecht. Immerhin hast du die Spielfeld-Zauberkarte nicht, wollte ich gerade sagen. WTF! Was denn? Ich könnte das machen. Das wäre so ein Drecksacks-Move, wenn ich das jetzt mache. Und ich kann dann eine Karte vom Deck verbannen. Ist da jemand dabei, mit dem ich dann eine Beschwörung machen kann? Weißt du was? Warum nicht? Scheißen wir drauf. Wer braucht schon Monster? Wer braucht schon Karten auf dem Spielfeld? I see, okay. Sag tschüss. Ach, das ist die zwei zerstört. Ach, Mensch. Richtig, geil, oder? Na, überhaupt nicht. Warte mal. Wenn du keine Monster kontrollierst, verbanne die Fallenkarte. Wähle einen Zombie in deinem Frieden, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Aber ohne Effekte. Ah, trotzdem witzig. Das ist ja geil. Ich kriege ihn zurück. Lord, habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, aber nehme ich natürlich gerne hin. Du verlierst deins, ich behalte meins. Ich verliere nur meinen Effekt, aber wer braucht den schon? Jetzt sag bye bye. Und das Geile ist, jetzt kann ich mir noch einen Empfänger auf die Hand holen. Achso, warte, nee, ich verbanne die ja. Ups. Was macht der Empfänger denn, wenn ich nicht verbanne? Nee, der muss auf den Friedhof. Und du? Zombies können nicht sterben. Du wirst mich aber kaum angreifen diese Runde. Wähle eine offene Karte deines Gegners und zerstöre sie. Du hast gar keine mehr übrig. Ist also auch unnütz. Ah, das da ist nützlich. Und du? Was kannst du? Ein verbanntes Monster wählen. Abkanz. Dann nehme ich den Samurai. Was hat deine Zauberkarte bitte aus dem Friedhof gemacht? Und was auch immer es war, ich krieg meinen Empfänger zurück auf die Hand. By the way. Bin ich in deinem Zug eigentlich länger dran als du in deinem eigenen Zug? Fast. Okay, was kann deine Zauberkarte, Mann? Warum hast du nichts getan? Kannst ein Monster beschwören. Einmal auf dem Spielzug. Falls diese Karte durch einen Karteneffekt zerstört wird, lege alle Monster in den Extra-Monster-Zonen auf den Friedhof. Haha, genau! Ich war schlau und habe mein Monster nicht auf die Extra-Monster-Zone gelegt. GG. Aber sei nur gemein. Oh Gott sei Dank, habe ich da unbewusst dran gedacht. Ich habe nicht drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ja, du bist ja weiter dran. Kannst ja ein neues Monster beschwören. Schon witzig irgendwie. Ich habe mein Monster geopfert, nur um es zurückzuholen. Es hat keinen Effekt, aber ich kann es ja wohl trotzdem opfern. Nicht wahr? Ich weiß nicht, was du opfern willst. Das ist doch nichts. Ihn selbst? Ach, halt.
Ich kann den aus dem Friedhof zurückholen. Will ich aber gar nicht. Ich will den hier holen. Aus meiner Hand. Geiler Scheiß. Findest du nicht? Ah, nein, ich will den Starken aber nicht beschwören. Weil ich nicht weiß, ob ich mit 1500 ATK an deiner Verteidigung vorbeikomme. Sonst hätte ich's gemacht. So. Schau mal, Zwillinge. Ah ja. Der ohne Effekt greift an. Was soll mir das eigentlich? Du hast echt null Verteidigung. Ich hätte es machen können, dann hättest du jetzt 5.500 Damage kassiert. Naja, egal. Fangen wir mit 2,5 an. Oh, wenn ich den nächste Runde beschwöre, bist du ja One-Hit K.O. Zu geil. One-Hit K.O.? Ja, wenn ich 5.500 Damage wieder mache, so wie letzte Runde, habe ich das Duell entsprechend beendet habe. Ich habe eine Karte auf der Hand, mit dem ich einen Empfänger spezial beschwören kann. Und dann kann ich den 3.000er holen. Und der kriegt dann wieder 2.500 Bonus. Hat also 5.500. Echt, warum eigentlich? Warum Tapferschwung? Das. Den Effekt einer Karte aktivieren. Mein einmal pro Spielzug. Verbanntes Monster wählen, mische es ins Deck. Achso, das war das mit dem. Ich kann dich dazu zwingen, in Verteidigung zu gehen. Wüsste nicht warum. Sehe ich keinen Sinn dahinter. Bleib ruhig in Angriff, greif ruhig an. Klar, ich greife an. Nö, du wirst den wahrscheinlich gar nicht killen lassen, oder? Das ist sehr merkwürdig. Wieso hast du ihn nicht in Verteidigung gespielt? Ich habe nochmal so einen gerade gezogen. Schön. Stehe ich trotzdem nicht. Also andere Monster ist ein normaler Monster, Stufe 8. Weiß auch nicht, warum das eigentlich im Deck ist. Hast du schon mal einen Empfänger gesehen? So sehen die aus. Ja, ich habe schon sehr viele Empfänger gesehen, ja. Steht Empfänger drauf. Also Rümpel-Synchronisierer, über Schnellzieh-Synchron, über Formel-Synchron. Kennst du den hier schon? Nitro-Synchron. Und? Oh. Kennst du das hier? Kennst du? Schon gesehen? Ja, kennst du, ja. Macht das Damage? Tut das weh? Besiege ich dich vielleicht? Ich glaube ja. Das tat auf jeden Fall weh. Fortrennt die. Und eine Null dahinter. Und du wehrst du dich? Aber irgendwie tut mir das jetzt leid. Aber andererseits. Oh Gott. Gut mal nur zu gewinnen den kompletten Tag. Ah, tut mir leid für dich. Ernst gemeint. Willst du Shiranui spielen? So. Nee, ich spiel was anderes. Ich hab das noch gar nicht freigeschaltet. Wir werden nicht vergessen und ciao. Tschüss.